Seid ihr herzlich willkommen. Was erwartet Monat Oktober die Fischengeborenen? Das schauen wir an bei dieser Legung. Das ist eine allgemeine Orakel, aber es besteht die Möglichkeit, diese Monatslegung auch buchen. Dann ist das persönlich, maßgeschnitten, passt genau auf deine Situation. Mein Honorar beträgt 10 Euro aus der Schweiz, 12,50 Euro wegen die Bankgebühren. Bevor ich beginne, die Karten zum Deuten, möchte ich astrologisch auch etwas dazu sagen, nach indischen Astrologie. Jupiter bewegt sich in Tierkreiszeichen Fischen. Jupiter fühlt sich wohl in Tierkreiszeichen Fischen, weil herrscht über diese Tierkreiszeichen genauso wie Neptun auch. Die Tierkreiszeichen Fischen hat 2 Herrscher, Jupiter und Neptun. Jupiter bringt Glück. Jupiter ist das große Glücksplanet und schenkt eine optimistische Haltung. Aber wir dürfen nicht vergessen, in diesem Sternbild gibt es 2 Fischen, 2 Richtungen. Die eine zeigt, die eine Richtung, die negativen Gefühle wie Angst oder Zweifel. Und die andere Richtung zeigt die positiven Gefühle wie Dankbarkeit, Hingabe, Begeisterung, Lebensfreude, Vertrauen und Liebe. Und wenn du in diese Richtung schaust, dann entdeckst du etwas ganz Wichtiges. Die ganze Reichtümer sind in Tierkreiszeichen Fischen verborgen. Und jetzt schauen wir an, was die Bilder zeigen. Wenn du eine Dame bist, dann bist du hier im Bild und dieser Mann ist dein Seelenpartner oder symbolisiert die Männer. Dieses Schiff ist die Karte, was euch beide verbindet und symbolisiert die Hoffnung. Aber auch Reisen, Ausland, Auslandskontakten. Ihr werdet viel reisen oder er oder du kommst von Ausland. Aber diese Reise bedeutet auch eine Seelenreise, eine seelische Verbindung mit tiefen Gefühlen. Oberhalb im Kopfbereich sind die Gedanken. Dieser Mann denkt an diese Vögel und das heißt Leichtigkeit, Fröhlichkeit, Gesang, Tanz, Musik, aber symbolisiert auch die Gespräche. Er möchte mit dir sprechen und er ist schon auf diesem Weg. In Vergangenheit waren hier Streitigkeiten, zeigt dieses Bild, aber die Sense entfernt diese Karte. Kann auch sein, dass er Trennung oder Kündigung hinter sich hat, was ihn verletzt hat, weil hier sehen wir schon noch die verletzten Gefühle, aber er zeigt Rücken, er schaut in deine Richtung, hier ist die Hoffnung, die Sonne, die Anziehungskraft zwischen euch beiden. Die Sonne bedeutet auch etwas klar und deutlich sehen und einiges klären. Die Wegen verbinden euch auch und das bedeutet auch Entscheidungen, weil er und du auch, beide seid ihr mit dieser Karte in Verbindung, bedeutet, wenn ihr in euren Schicksalsweg erreicht diese Kreuzung und ihr werdet neu orientieren, wie soll das weitergehen, in welche Richtung, bedeutet Entscheidungen. Und hier ist die Hoffnung oder Auslandskontakten, hier die Verbindung, da steht ihr beide mit dieser Karte in Verbindung, das kann auch Verlobung oder Hochzeit auch sein und hier die Lilien zeigt diese Reinheit.
In seiner Umgebung erscheint schon diese Falschheit, geht aber zum Ende, weil die Mäuse entfernen diese Karte. In Karten liegen, sagen wir, dort, wo die Mäuse sind, die fressen etwas auf und dann ist es nicht mehr da. Die Mäuse entfernen die Falschheit, die Mäuse entfernen die Probleme, weil dieser Berg kann auch diese Probleme symbolisieren. Wenn du eine Dame bist, dann sind diese Karten in deinen Gedanken. Dieser Turm hat sehr viel Bedeutung. Wenn du etwas vergrößern möchtest, kann auch eine Großstadt auch sein. Und dieser Baum ist die Suche nach deinem Platz in deinem Leben, wo du das Gefühl hast, ja, hier bin ich angekommen, hier fühle ich mich verwurzelt. Und das kann eine Großstadt sein. Dieser Turm bedeutet oft Gebäude. Das kann Krankenhaus sein, Schule sein, Amt sein oder Gericht sein. Und dieser Baum symbolisiert Gesundheitsthemen oder Heilung. Die beiden Karten zusammen kann auch Krankenhaus auch sein. Und das bedeutet nicht unbedingt, dass du kommst zum Krankenhaus, sondern eher, dass jemand krank ist in deiner Umgebung und da machst du dich Gedanken. Kann aber auch deine Berufung sein, weil du hast die Heilkraft, die Heilenergie und da möchtest das aufbauen, wie zum Beispiel selbstständig arbeiten. Dieses Herz bedeutet natürlich Liebe, Partnerschaft. Hier kommt einiges in Bewegung und die Sterne bringen Glück. Und dieser Sternenhimmel bedeutet auch, es wird alles so sein in die Liebe, Partnerschaft, wie das in Sternen geschrieben ist. Und hier ist schon die Bewegung. Allerdings, diese Karte kann auch eine männliche Person, auch einen anderen Mann, der auftaucht in dein Leben. Es muss nicht sein, aber ich schließe es nicht aus. Dann kommt das plötzlich und unerwartet, vielleicht im beruflichen Umfeld, weil in die Nähe erscheint dieser Anker und das symbolisiert Beruf und Berufung. Herz bedeutet aber alles, was im Herzen liegt, Hobby oder die Familie oder die Berufung. Also hier kommt auch einiges in Bewegung und dieser Herz hat mit diesem Haus auch in eine Verbindung und das bedeutet dein Zuhause oder die Elternhaus, die Familie. Das gibt auch Kraft und Stärke. Und was auch kraftvoll ist, das sind die Finanzen, weil die Fische symbolisieren die Geldthemen. Und das kann auch Investitionen sein oder ein Haus kaufen zum Beispiel oder verkaufen und so kommt ihr zum Geld. Diese Bewegung bedeutet alles, was in Bewegung ist. Veränderungen, Reisen, Sport oder Auto. Und in Finanzen bewegt sich jetzt auch einiges. Sogar hier ist das Glück, das kann auch Gewinnchancen auch sein. Diese Schlange symbolisiert Heilung und Heilenergie. Und dieser Sarg kann altes Heilwissen auch sein, sogar dieser Buch erscheint hier auch altes Wissen und das hat schon mit Heilung was zu tun. Und hier die Anker dieser Berufskarte kann auch deine Berufung auch sein. Aber diese Schlange kann auch eine Frau auch sein, wie zum Beispiel eine ältere Frau. Und Mond zeigt Mutter oder Mütterlichkeit. Also seine Mutter oder deine Mutter
Und in ihren Umgebung ist diese Falschheit, aber das geht zum Ende, weil die Mäuse entfernen die Falschheit. Kann sein, dass jemand von ihr Geld möchte, weil hier erscheint auch diese Geldkarte. Aber möglich ist auch, dass hier um eine Kollegin handelt, weil hier die Karten stehen in einer Linie. Streitigkeiten, Beruf, Berufung, dann diese Frau. Aber zum Glück kommt hier eine Veränderung und dieser Sarg bedeutet dann, dieser Kontakt geht zu Ende. Oder hier ist die Kündigungskarte, dass diese Frau kündigt oder wird gekündigt und dieser falsche Kontakt geht endlich zum Ende, weil die Mäuse das entfernen und hier die Störche zeigen die Veränderungen, neue Verträge und hier liegt auch das Glück dabei. Und dann dieser Bär kann auch die Chef oder Chefin auch sein. Dass er oder sie trifft dann diese Entscheidung. In Vergangenheit waren noch hier Unklarheiten. Das passierte etwa vor halbes Jahr, weil diese Wolke als Zeitkarte bedeutet halbes Jahr. Und all das, was du damals erlebt hast, kehrt jetzt wieder zurück oder kommen die Erinnerungen oder einer bestimmten Person, aber das geht zu Ende. Die Sarg kann das beenden. Dieser Schlüssel schließt hier etwas ab, aber mit diesem Schlüssel kann man auch etwas öffnen und dann ist diese Öffentlichkeit sichtbar hier und das bedeutet, du stehst in Öffentlichkeit oder etwas kommt in Öffentlichkeit und bekommst du Lob oder Anerkennung. Hier ist das Glück. Hier ist das Glück und hier die Störche zeigen schon die Veränderungen. Diese Karten stehen auch in einer Linie. Liebe gibt dir Kraft, kommt eine gute Nachricht, etwas verändert sich in die Liebe und das bringt auch Glück. Die Probleme willst du abschließen, die Mäuse entfernen die Falschheit, die Mäuse entfernen die Probleme und dann kommen neue Kontakte, Verbindungen, Freundschaften, hier klärt sich, bereinigt sich etwas. Dieser Blumenstrauß steht mit dir in einer direkten Verbindung, zeigt deine Weiblichkeit, deine Schönheit, dein guter Geschmack. Aber bedeutet auch ein Geschenk, ein gutes Angebot, eine angenehme Überraschung oder Kreativität. Und das hat mit Freundin, mit Freundschaften was zu tun. Kann sein, eine Freundschaft geht zu Ende und hier kommt eine neue Freundschaft oder kehrt jemand zurück von Vergangenheit. Kannst mit diesen Neuigkeiten rechnen, gute Absichten. Sie möchte mit dir etwas klären, beschenkt dich mit etwas oder möchte mit dir zusammenarbeiten. Und hier sind die Verbindungen, Verträge und das ist eine kreative Tätigkeit. Und das Kind, entweder die Kinder symbolisiert oder ein Neuanfang. Und dieser Kreuz bedeutet dein Glauben oder Spiritualität, hier die Kreativität. Aber auch Entscheidungen, weil du stehst zwischen den Wegen und zwischen diesem Kreuz, wenn du eine Dame bist. Und dieser Kreuz bedeutet so ähnlich wie die Wegen auch, du erreichst in deinem Lebensweg gerade diese Kreuzung und wirst du dann neu orientieren, wie soll das weitergehen. Und das kann neue Verbindungen sein, Freundschaften und ein Neuanfang. Dieser Hund hat einen Einfluss auf euch beiden auch und das bedeutet die Treue. Dieser Mann ist treu, du bist auch treu und falsche Kontakte oder eine falsche Frau und das kann auch seine Vergangenheit sein, werden die Mäuse das entfernen. Und hier ist bei euch dieser schöne Neuanfang.
Und jetzt schauen wir an die einzelnen Wochen. Erste Woche, Monat Oktober erscheint hier. In die Liebe kommt etwas in Bewegung, so wie das im Sternen geschrieben ist, bringt auch Glück. Plötzlich, unerwartet, kommt etwas oder jemand entgegen, wo du damit gar nicht rechnest. In seinen Gedanken erscheinen hier diese Bilder, die Trennung, verletzten Gefühlen. Aber er schaut in eine neue Richtung und kommt mit Leichtigkeit Entscheidungen. Die beiden Karten können ein Krankenhaus sein oder möchtest du etwas vergrößern, kann auch Amt oder eine rechtliche Lage auch sein, kommen Entscheidungen, mehr Leichtigkeit und die Wahrheit und kommt auch die Heilung. Zweite Woche, Monat Oktober erscheint hier. Die Finanzen sehe ich hier sehr stark und hier stabilisiert sich etwas. Auch was dein Zuhause betrifft oder die Familie betrifft, auch was Arbeit und die Finanzen betrifft. Dieses Buch bedeutet Wissen oder Schulungen, aber kann auch sein Verschlossenheit sein, weil er möchte nicht über Probleme sprechen. Er schaut weg von Problemen. Er schaut in deine Richtung, du bist für ihn wertvoll, hier ist die Hoffnung und eine seelische Verbindung. Die Sonne zeigt die Anziehungskraft zwischen euch beiden. Dritte Woche, Monat Oktober, sehen wir hier. Die Falschheit, falsche Personen wird diesen Sarg beenden, die Mäuse helfen mit die Falschheit und Problemen zum Entfernen. Kommt eine gute Nachricht, hier sind die Veränderungen und das Glück. Mond kann deine Mama oder mütterlichen Gefühlen auch bedeuten, aber symbolisiert auch die Träume, die Wünsche, die Sehnsüchte. Euch beide ist eine starke Verbindung, ist auch diese Treue sichtbar. Und das ist eine karmische Liebe, weil euren Schicksalswegen haben sich gekreuzt. Letzte Woche, Monat Oktober, sehen wir hier Veränderungen, eine wichtige Nachricht, Glück. Ist zwar etwas noch undurchschaubar, oder hier sehen wir auch die Verschlossenheit, aber dieser Sarg beendet das. Und dann kommt die Öffentlichkeit. Hier öffnet sich etwas, die Probleme gehen zum Ende. Diese Karte bedeutet Reinheit, Unschuld oder dass etwas sich aufklärt. Und dieser Blumenstrauß bedeutet Glück, ein Geschenk, eine Einladung, Kreativität oder deine Weiblichkeit. Oder kann auch eine Freundin auch sein. Und euren Schicksalswegen kreuzen sie sich wieder oder eine neue Freundschaft oder Neuigkeiten. Und ich wünsche dir einen schönen Tag, alles Gute und alles Liebe.